ich, wir haben es einfach richtig gemacht. So. Uns ging es nicht ums Verkaufen. Wenn der Laden gut ist, wenn er mir gefällt, wenn er am Rainer gefällt, wenn er am Pauke gefällt, dann kommen auch die Leute, die sich um Platten kümmern, die kommen auch dann gar nicht dran weg. Das war nie mein Ding. Ich wollte nur einen Plattenladen machen, der mir gefällt. Und ich sehe das also, was der Verkauf angeht, eher aus kaufmännischer Sicht. Also ich mache Platte nicht teurer, bloß weil ich jetzt weiß, es gibt bloß noch 5 Stück. Dann kostet die 5 Stück genauso viel wie am Anfang. Also mit Karl-Heinz Ratzer habe ich auch schon mal aufgelegt, und zwar in der legendären Hi-Bar, als es die noch gab. Da hat das Lift eine Veranstaltung gemacht und dann wurden quasi alle Plattenläden durcheinander gewürfelt und jeweils die Besitzer haben zusammen aufgelegt. Das war recht lustig. Ja, Karl-Heinz kenne ich auch, weil die Platten bei ihm gekauft. Ich glaube, der Karl-Heinz ist sogar der dienstälteste hier in Stuttgart. Ja. Ich glaube, der macht das am längsten hier. Ja. 27 Jahre Paulinenstraße. Und davor fast 10 Jahre Gofi, kleiner Schlossplatz. Also, fühle mich schon relativ lang verantwortlich für den Laden. Also, und so, als Museumswächter verstehen wir uns halt nicht, aber wir sind wesentlich mittendrin jetzt, also mehr mittendrin als in der Paulinenstraße. Laden ist größer, wir haben es erweitert, Kaffee, und ich glaube, du hast halt nur eine Chance, länger das Ganze zu machen, wenn du ein bisschen attraktiver bist. Entweder du machst sowas wie der Secondhand, du hast Riesenauswahl an Secondhand-Platten, das habe ich noch nie gemacht mit Secondhand, das habe ich immer anderen überlassen, weil wir in der Regel mehr mit Neuware arbeiten. Das ist natürlich auch schwieriger als mit Secondhand. Der Älteste wird 80 dieses Jahr, der bestellt Jazz-CDs. Die Jüngsten sind so, jetzt Anfang 20, und die sind sehr offen für vieles. Kann man nicht sagen, das ist kein Elektro sei, das ist Singer-Songwriter, das ist Metal, das ist Art Rock. Also querbeet, die Leute sind genauso. Der dreht sich mit der Magen rum. Weißt, das ist Angebot und Nachfrage. Das Angebot knapp, die Nachfrage hoch, steigt der Preis. Das hat ja mit der Platte an sich gar nichts zu tun. Das ist das, was mich. Deswegen mache ich ja kein Secondhand. Ich will nicht, dass irgendeine Platte, dass einer 200 Euro zahlt oder sowas für eine stinknormale Platte, die man irgendwann mal für 15 Mark gekriegt hat. Das ist ganz was anderes. Das ist was für Leute, die einen Preiskatalog gucken. Nostalgie ist was anderes. Die Leute, das ist eine ganz andere Kategorie. Die achten auf Dinge, die für normale Verbraucher und Hörer völlig unwichtig sind. Ja? Die Platte hört sich nicht anders an. Oder schlechter. Das Cover sieht vielleicht nicht viel anders aus. Aber da gibt es halt ein Merkmal, das ihnen besonders wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ich dann nicht beurteilen. Weißt du, weil das Innenlabel dann vielleicht einmal Gold ist, anstatt Grün. Entschuldigung, da lasse ich doch einen drauf. Das ist doch mir egal. Ich möchte die Platte hören. Und nicht wegen irgendeinem Innenlabel oder Außencover jetzt das 10- oder 100-fache investieren. Also, wie gesagt, habe ich nichts mit am Hut. Immer das ist die ominöse Frage, eine reicht. Es gibt nicht die eine. Ja? Wenn Sie mich fragen, was ist dein Top 10 des letzten Jahres, dann sage ich, frag mir jeden Tag, die ist jeden Tag anders. Das gibt es nicht. Also, die eine Platte gibt es nicht. To live on the bright side of life is based on captured chances on a sunny day. Remember, it has gone and blank out the petrified frost and the melting music.
so, was ist mein persönlicher Musikgeschmack? Das fängt an bei Beethoven und hört auf bei Warren Zevon. Vor kurzem, vor einem Jahr, ist Hearts and Flowers rausgekommen. Und egal, wem ich die andrehe, das hört sich zwar blöd an, wenn ich das sage, aber das sind Junge wie Alte, das sind Leute, die noch gar nicht auf der Welt waren, wo ich die Platte zum ersten Mal gehört habe. Und denen gebe ich die, weil ich weiß, das ist Musikgeschichte. Super, wenn ich alle 8000, die ich daheim habe, da hätte, ach Gott, wäre glücklich. Man muss so sehen, als ich den Laden vor 30 Jahren aufgemacht habe, habe ich 25.000 Schallplatten gehabt. Jetzt habe ich nur noch 8.000. Und das Einzige, was mich interessiert, ist, haben wir eine Platte, die besser erhalten ist, vielleicht eine von meinen daheim. Und dann nehme ich die mit heim. Ja, ja, das ist im Grunde genommen, sind hier nur Leute, die Musik als Berufung empfinde. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen können. Ich habe immer gesucht, was ich machen soll, außer meinem Schreinerjob. Und irgendeiner sagt dann, mach doch einen Laden. Du kennst dich doch so gut aus in Schallplatten. Ja, dann habe ich es halt gemacht. Und ich empfehle ja auch nur die Sachen, die mir gefallen. Ich bin ja kein Verkäufer, das interessiert mich gar nicht. Die Leute sollen nur das nehmen, was nicht gefällt. Deswegen habe ich auch Scheiße da. Zeug, wo mir nicht gefällt. Einige haben sogar schon Testamente auf unseren Laden gemacht. Die haben gesagt, wir haben das so super gemacht die letzten 30 Jahre. Und ja, das Tragische ist, wir mussten auch schon zwei einlösen. Scheiße. Weil wir kennen die Leute dann einfach. Das ist dann tragisch. Und wir weiß, wie die auch rumgerannt sind. So, für die ist dann immer schlimm, aber wir müssen das halt holen. Gell. Vinyl West haben wir gekauft. Ich sage zum Tom irgendwann mal, Tom, komm, du hast sowieso keine Lust, groß rumzuschaffen. Wenn du gar keine Lust mehr hast, dann kaufen wir deinen Laden. Tom sagt, meinst du es im Ernst? Dann sage ich, Tom, natürlich meine ich es ernst. Ja komm, dann schwätzen wir drüber, kannst du haben. Rufen mich Leute aus der Schweiz an, wir haben jetzt fast 100.000 Platten aus der Schweiz gekriegt, ein komplettes Lager mit fantastischen Sachen. Das ist dann, steht unten der Keller voll, das heißt, ich darf noch immer, 2 Jahre brauche ich noch, bis ich alles komplett durchgeguckt habe. Und dann, so lange lassen sie mich wahrscheinlich noch da. Und ich glaube auch, dass Schallplatten nicht aussterben werden. So, da geht eher die CD weg. So, die geht auch weg wahrscheinlich, weil dann laden sich die Leute es runter und es wird vielleicht dann wieder ein bisschen mehr Schallplatten gepresst. Aber es wird immer eine Nachfrage bleiben, weil es einfach was Sinnliches ist. Es kam vor einiger Zeit eine Mutter mit einem 12-Jährigen an und die hat ihren 40. Geburtstag feiert. Und hat einen DJ eingeladen und der hat auf 2 Plattenspieler rumgemacht. Der Junge war den ganzen Abend bei diesem DJ gestanden. Der hat nichts anderes mehr gemacht als dem Zugschau und hat der Mutter gesagt, er will einen Plattenspieler. So. Und ich sehe es ja, deswegen sage ich auch, der Laden wird wahrscheinlich auch noch in 20, 30 Jahren existieren. Es kommen ja ganz viele Junge. Like a heart on the shoulder.
Monat? Gut zu sagen. 100? 150? Mhm. Ja, so um die 100, ja. Schon? Um die 100 im Monat, ja. Ja. Das ist gelebte Leidenschaft, ganz klar. Wir haben alle selber ein zu großes Plattenregal zu Hause, das zu vollgestopft ist. Also ähnlich ja. Wie hier. Ja, also ich sammle jetzt schon über 20 Jahre und der Prozess, bis du dich löst von Dingen, die du über Jahre angesammelt hast, dauert definitiv. Also ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich mich von vielem schon getrennt habe. Also es stehen keine 20.000 mehr zu Hause, sondern nur noch so 5.000 bis 7.000. Zu wenig. Und 2001, 2002 sind wir dann vom Schlossplatz, als das da losging mit den Umbauarbeiten, dann in die Nesenbachstraße gezogen und jetzt seit 2010 sind wir jetzt hier. Das Hamti hat zugemacht, weil es sich einfach, glaube ich, nicht mehr rentiert hat für die. Das Imports Records auch. Imports hat schon ganz lange zugemacht, ja. Die Lerche hat zugemacht, weil sie einfach, keine Ahnung, was mit der Lerche passiert ist, auch insolvent, glaube ich. Da habe ich in meiner Jugend Platten gekauft. Ich habe früher viel in der Neckarstraße beim Secondhand Records gekauft, als der noch in der Neckarstraße war, als ich nach Stuttgart gezogen bin. Freddy Records? Freddy Records, ja. Freddy Records hat zugemacht, weil auch pleite, denke ich mal, oder keine Lust mehr, das weiß man nicht so recht. Ja, du kannst das echt nur machen, wenn du irgendwie die Leidenschaft dafür hast. Wenn du das Medium nicht liebst und dich quasi darauf einschießen willst, dass du Mainstream bedienst, nur damit du verkaufst, das ist schwer damit zu überleben. Das ist, glaube ich, auch das Beispiel bei der Lerche, die das versucht hat in drei Läden letztendlich. Das funktioniert einfach nicht. Also eigentlich ist der Fokus tatsächlich auf Techno und Hausmusik oder überhaupt elektronische Musik. Aber eben seit ich hier in den Laden reingezogen bin, 2010, habe ich eben auch angefangen, Secondhand-Ware anzubieten. Und da ist das Spektrum von Jazz bis Rock, Thrash-Metal auch. Alles, was ich persönlich auch einfach gut finde. Also wir haben ja Soul Fiction, aka Checkmate zum Beispiel. Igor Tipuba. Ja, DJ Friction, ehemals Freundeskreis. Danilo Plesso, jetzt nicht mehr so, lebt jetzt in Köln. Früher war viel Tiefschwarz hier. Die Houseboys. Mick Wills. Ja. Bei den Veranstaltungen wird eigentlich fast nur mit Vinyl aufgelegt. Ab und zu vielleicht mal eine CD, wenn man eine CD gebrannt hat, weil es ganz aktuell ist und es gibt es noch nicht auf Vinyl. Aber eigentlich ist es zum Großteil ausnahmslos Vinyl, weil es einfach besser klingt. Es hat einfach einen ganz anderen Wumms, andere Dynamik. Du kommst in den Club rein und du hörst das einfach, ob da jetzt irgendwie MP3s laufen oder ob da eine Platte läuft, ist, wenn die Anlage entsprechend ist, zu hören. Wir sind es einfach auch schon gewohnt, weil wir es seit 20 Jahren machen. Also ich habe mit dem Laden so angefangen, dass es eigentlich ausnahmslos elektronische Musik gab und ich bin aber heute der Ansicht, dass man in so einer Stadt wie Stuttgart von der Größe so eigentlich nicht mehr bestehen kann. Das heißt, man muss einfach auch weiter über den Tellerrand blicken und eben auch andere Ware anbieten, wie Rock, wie eine neue Rockplatte, Represses, Jimi Hendrix, eine neue Neil Young und so. Das braucht man einfach auch, das ist ganz klar. Gute Frage. Wo ist die Antwort? Die habe ich schon mitgenommen nach Hause. sind schon wieder alle verhaftet. Wir warten schon wieder auf die Neuzugänge. Ich habe jetzt drei neue Lieblingsplatten, die ich hinten in meinem Fach stehen habe. So, aber also gerade zum Beispiel auf dem elektronischen Sektor auf jeden Fall Darkside. Also das ist gerade definitiv ein Ding. Ja, warte mal. Was hast denn du gerade für eine Lieblingsplatte? Ich habe drei neue Lieblingsplatten. Drei. Sozusagen. Hinten stehen habe. Das ist einmal ein Philpott Whitey, Black Madonna und Lost in Time. Cold-blooded. Shit, that's just one of the songs that Rick James, that look, Rick James number one. I don't give a fuck what you say, man. Eigentlich war ich auch ein bisschen gefrustet, weil seit Mitte der 90er war es wirklich so, dass die Branche eine Talfahrt angefangen hat.
verschiedene Gründe, aber sie ging halt auf Talfahrt. Und dann hat mir irgendjemand vom Eingang hier in Stuttgart erzählt, dass hier jemand ist, der macht es und erfolgreich. Und wir sind jetzt mittlerweile sind wir die Nummer 3 in Deutschland. Es gibt eigentlich noch 2 größere. Stuttgart kann froh sein, dass es den Einklang gibt. Wir haben natürlich schwerpunktmäßig CD, weil man muss es ganz klar sehen, die CD wurde eingeführt Anfang der 90er und die Industrie hat die LP gekillt. Hardwarefirmen haben die Softwarefirmen gekauft, die wollten den CD-Player bringen. War ja auch toll, um Himmels Willen. Ne? Nur die Platte blieb da halt liegen. Man hat nicht beides gemacht, sondern man hat dem Kunden keine Wahl gelassen. Also er musste dann CDs kaufen. Und Gott sei Dank, seit ein paar Jahren kommt Vinyl wieder. Das freut mich natürlich im Besonderen, weil ich mit groß geworden bin und weil es die höchste Art, ich sag mal, es ist wie, als wenn man in ein gutes Lokal geht und isst dort, ne? Oder er isst Fast Food. Die LP ist was Besonderes. Man widmet ihr Zeit, du genießt sie, wenn sie schon auflegst, das Ganze, der ganze Eck, das Rausholen, das Auflegen. Wenn die Rille, weißt du, wenn sie in die Rille reinkratzen und du hörst, das ist einfach was Besonderes. Und du nimmst dir Zeit dafür. Es wird, aber ich sag mal, es kommen auch viele Bands, die sich hier vorstellen und einfach fragen, ob sie mal hier an einem Samstag spielen dürfen. Und das ermöglichen wir ihnen hier. Und gut, es sind dann, am Anfang waren es 5, waren es 10 Leute, jetzt haben wir schon 30, 40 Leute. Also es wird stärker. Also da bringt sich jeder hier ein. Ich sage mal, im Grunde genommen fühlen wir uns schon bis als Missionare, ne? Wo natürlich auch alt und neu wiederbringen müssen, weil die Musik hat nicht irgendwo aufgehört zu existieren, sondern es ist heute sogar schwerer geworden, sie intensiv zu genießen, weil durch dieses Vielzahl von Angeboten aus dem Internet, es ist so viel, dass gerade junge Leute auch gar nicht mehr wissen, was sie hören sollen. Ich mache selber Musik, ich höre Musik. Das ist, weiß ich, man kann sich manchmal, wir sind ein Stealer irgendwo, ne? Und dealen Musik. Aber wir nehmen selbst die Droge. Also unsere Tipps, ihr habt es vielleicht gesehen, auf den Playern stehen Tipps, Hörtipps, die stelle ich mir selber hin. Das sind Sachen, wo wir vorsortieren, damit es gibt Leute, die haben nicht viel Zeit und die kommen hierher und genießen das, dass sie hier praktisch schon vorsortiert anhören können. Ich denke, wir haben viele Stammkunden, die wissen, wo wir sind. Und ab und zu verirrt sich auch tatsächlich auf Empfehlung, per Zufall, hier jemand rein. Und ich sage mal so, dass es uns noch gibt und dass wir diese Größe, die wir hier haben, und guckt euch mal den Laden an, ne? Da sind schon Kosten da. Und dass wir das hier so halten können, das ist nur aufgrund des Interesses der Leute draußen. Weil du hast eine Aufnahme, die kommt raus im Hochpreissegment, wie man es dann heißt. Dann fällt es nach ein paar Jahren im Mietpreissegment. Irgendwann kannst du es ganz günstig kaufen. Das ist die gleiche Aufnahme vom gleichen Ensemble. Du hast ein anderes Cover. Ne? Dann fragen die Leute, ist das die gleiche Aufnahme? Manchmal ist er noch ein bisschen remastered worden. Man hat probiert, noch ein bisschen was aus ihr rauszukitzeln. Aber es ist letztendlich die gleiche Aufnahme. Deswegen kannst du im Klassiksegment eigentlich auch in jeder Preisgruppe dein Werk finden. Ist im Pop schon etwas schwerer. Weil Beatles zum Beispiel waren schon immer teuer. Du bist auch ganz verschieden. So verschieden wie die Musik hier ist, so verschieden wie die Kunden sind, so verschieden sind die Tipps. Was mir nur auffällt, ist, dass hier sehr viele Leute reinkommen, die nach Stimmungslage hier einkaufen. Ne? Frauen im Besonderen und die sagen dann, wow, ich bin heute gar nicht gut drauf. Ich brauche ein bisschen was Melancholisches. Und dann muss ich was ihr auf den Tisch legen. Dann kam ich ja vor wie ein Weinhändler, ne, der jetzt sagt, ich brauche was zum Essen und heute Abend brauche ich aber was Süßes. Und ich sage mal, es ist je nach Stimmung ist es unterschiedlich. Und du kannst auch nicht jede Musik immer hören. Es gibt Platten, die liebe ich, aber es gibt Tage, an denen kann ich sie nicht hören. Genauso ist der Kunde. Und das heißt, ihm zuhören, richtig wie ein Arzt rausrecherchieren, was braucht er denn im Augenblick, wo liegt es denn? Und das ist eigentlich unsere Sache. Aber das ist ja auch das Fantastische an der Musik. Sie spiegelt den Mensch wieder. Deswegen mögen wir es ja auch alle so, weil es im Grunde genommen ein Spiegel von uns selbst ist. Probier doch mal das. Ne? Ist ja wie beim Essen, ne? Wenn ein kleines Kind am Tisch ist, probier doch mal den Spinat. Der schmeckt gar nicht schlecht. Ne? Und vielleicht gelingt es ja dann, das Kind auf Spinat zu bringen. Und das probieren wir hier natürlich auch und ich denke, das schätzen die Kunden hier auch, dass wir so sind. Das Reinhören, wir haben sogar Hörstudios. Wer hatte noch Hörstudios? In meiner Kindheit gab es Hörstudios. Da bist du wo drin gesessen, hast dann so einen Knopf gehabt, draußen wurde die LP aufgelegt und der Saphir. Ne? Und dann hast du immer, wenn du den Song weiterhören wolltest, hast du auf den Klingelknopf gedrückt und dann ist draußen der Verkäufer ins nächste Lied rein. Das brauchen wir heute nicht mehr machen, aber du hast noch die Hörstudios, die haben wir hier. Die haben wir extra hier mit rübergenommen. Du kannst praktisch ohne Kopfhörer im Raum Klang
deine Sachen hören. Die CD wird sicherlich noch bleiben. Ich denke mal, ja, nur stellt euch mal vor, es ist ein unangenehmes Thema, aber ich komme jetzt auch in das Alter, wo meine Frau sagt immer, wer kriegt mal deine Schallplattensammlung? Es steht so viel, aber jetzt habe ich Gott sei Dank auch junge Menschen, wo ich weiß, die interessieren sich. Meine eigenen Kinder, aber auch Befreundete, wo ich weiß, die können mit diesen Schätzen teilweise noch was anfangen, weil ich habe teilweise Sachen aufgehoben, wo du nicht mehr auf CD kriegst oder wo du nur noch in dieser Form, in der Qualität so kriegst. Wobei ich es gar nicht so gut finde, dass man ständig Musik hört. Man isst ja auch nicht ständig. Ich denke, wenn du dich auf Musik richtig freuen willst, dann solltest du auch mal eine Phase haben, wo du sie nicht hörst.